Was ist der Krebsantigen 125 Marker? Der Krebsantigen 125 Marker ist ein Protein, das bei manchen Krebspatienten häufig in höheren Konzentrationen vorkommt. Ein Krebsantigen 125 Test ist ein Bluttest, mit dem ein erhöhtes Risiko für Eierstockkrebs oder anderen Fortpflanzungskarzinom bei einigen Frauen ermittelt werden kann. Dies kann auch dazu beitragen, dass Ärzte beurteilen, wie gut Eierstockkrebs auf die Behandlung anspricht. Bei diesem Test wird das Blut auf erhöhte Konzentrationen des Krebsantigen 125 Markers getestet, was darauf hinweist, dass möglicherweise Krebs vorliegt. Der Krebsantigen 125 Markertest wird oft als eine Methode des Krebsscreenings missverstanden, die für alle Frauen anwendbar sein könnte. Dies ist jedoch ungenau. Es wird nicht als Routinetest für alle Frauen verwendet, da der Krebsantigen 125 Test auf so viele Arten einen Wert erzeugen kann, der auf Krebs hindeutet, entweder aus anderen körperlichen Bedingungen oder aus gutartigen Quellen. Das bedeutet nicht, dass der Test nicht nützlich ist, aber seine Verwendung ist äußerst spezifisch. Eine Frau, die einen Krebsantigen 125 Test erhält, wird einer sehr einfachen Blutabnahme unterzogen, bei der zuvor kein Fasten erforderlich ist. Nach dem Test steht es Frauen in der Regel frei, ihre normalen Aktivitäten fortzusetzen, obwohl sie möglicherweise einige Stunden lang an der Blutentnahmestelle einen Klebeband tragen müssen. Das gesammelte Blut wird auf Krebsantigen 125 analysiert, das durch Zählen der Einheiten pro Milliliter bestimmt wird. Ein Messwert über 35 UML könnte auf ein Vorhandensein von Krebs in den Eierstöcken, in den Eileitern oder in der Gebärmutterschleimhaut hinweisen, da das Antigen im Allgemeinen in höheren Mengen vorhanden ist, wenn diese Krebsarten vorhanden sind. Es muss betont werden, dass ein Messwert von mehr als 35 UML auf nichts hindeutet. Wenn eine Frau schwanger ist oder menstruiert, könnten die Testergebnisse für Krebsantigene 125 so hoch oder höher sein. Frauen, die an Erkrankungen wie Endometriose oder entzündlichen Erkrankungen des Beckens leiden, weisen ebenfalls häufig hohe 125 Markerwerte für Krebsantigene auf. Solche Ergebnisse sind keine Diagnose von Krebs, und nur wenn ein Arzt Krebs vermutet, würde er oder sie andere Tests in Betracht ziehen, die diesen Verdacht bestätigen oder ausschließen könnten. Es gibt einige Fälle, in denen es erforderlich ist, einen Krebsantigen 125 Test durchzuführen. Während der Behandlung von Ovarialkarzinomen oder anderen Fortpflanzungskrebsarten kann es sinnvoll sein, eine erste Ablesung vorzunehmen und anschließend das Krebsantigen 125 weiter zu bewerten. Wenn die Behandlung erfolgreich ist, werden die Antigenspiegel wahrscheinlich mit der Zeit abnehmen. Ein weiterer positiver Weg, den Krebsantigen 125 Test zu verwenden, ist neben anderen Diagnosegeräten, mit denen nach steigenden Mengen des Krebsmarkers bei Frauen gesucht werden kann, deren Gene dazu neigen, Eierstockkrebs zu entwickeln. Wenn der Antigenspiegel ansteigt, möchten die Ärzte andere diagnostische Tests durchführen, um festzustellen, ob sich Krebs entwickelt hat. Selbst in diesen Fällen würde ein Anstieg der Krebsantigen 125 Markerspiegel nicht notwendigerweise auf Krebs hinweisen.